und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Yay! In der Garage am Mittwoch. Heute ist noch Mittwoch. Ich habe es gerade noch so geschafft. Hoffentlich. Also ich meine, ich nehme mir jetzt gerade erst auf. Muss noch rendern und hochladen und Intro machen. Und, Klappt aber, glaube ich, bis 12 und das ist noch Mittwoch. Ja. Lieblingshoodie! Das wird mein WOT-Lieblingshoodie. Nee, keine Ahnung. Heute in Berlin ist es jetzt echt kalt mittlerweile. Und dieser Hoodie ist halt irgendwie drin gefüttert. Und nicht nur mein Lieblingshoodie, sondern auch warm. Und deswegen geil. Ja, Abonnenten fahren, habe ich ja gesagt, Samstag. Ne? Hatten wir ja im letzten Drive-Log drüber geschnackelt. War ganz cool. Einen Abonnenten hat man die ganze Zeit, weil den guten Degalian, das war auch sehr nett und war sehr, sehr angenehmer Mensch, hat auch ordentlich was auf dem Kasten, aber ich hatte dafür nichts auf dem Kasten, aber macht nichts, läuft. Ja, ich weiß nicht, ich hatte da noch ein paar Mal oder davor ein paar Mal Einladungen raus und dann hatte sich nie einer gemeldet. Insofern, Leute, wenn ihr die Einladungen kriegt, dürft ihr die ruhig annehmen, wenn ihr darauf Bock habt. Aber mir hat es Spaß gemacht. Also ich fand das witzig. Mit Leuten, die du nicht kennst, auf den TS laden, zack, ein paar Runden fahren. Alle cheeky, aber keine epischen Runden wegen Wochenende. Wochenende ist ja eh immer kritisch und wegen meinen Fähigkeiten, die sind sowieso immer kritisch und jo. Aber deswegen packen wir jetzt mal die eine Runde, die dort so einigermaßen war, mit meinem T49, den ich wieder in letzter Zeit lieb gewonnen habe, weil er doch irgendwie, wenn er mal trifft, epische Treffer macht. Jo. Und dahinter schmeiße ich euch einfach nochmal einen Game, was ich mit dem Bio hatte, einen Live-Game. Ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Glaube ich auch mal im T49. Ah, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Also heute mal ein bisschen hin und her gedaddelt. Das AMX50B-Game ist nicht vergessen. Das kommt noch. Muss ich mal gucken, ob ich das... vielleicht kommt das nächstes auch ein Vlog und das AMX-Game dann am Wochenende. Da bin ich auf jeden Fall kinderfrei. Habe ich ein bisschen mehr Zeit. Jo. Ich quatsche einfach mal nicht weiter, sondern jetzt kommen die zwei Games, die ich euch versprochen habe. Und ja. Achso, ihr könnt mir nochmal in die Kommentare schreiben. Was habt ihr heute früh gedacht, als ihr gehört habt, dass Mr. Trump US-Präsident ist? Ich dachte ja, ich höre nicht richtig. Tja, naja, kann man nichts machen. Schaufeln, ja, was heißt sich hier Grabschaufeln? Wer weiß, vielleicht ist der ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hat er vernünftige Berater und von Politik jetzt wieder zu WOT. Ach Mensch, ja, doch noch nicht anfangen. Die zweite, die dritte Sache, die ich krass finde. Endlich tun WOTler, die Wargamer, mal was gegen die ganzen illegalen Mods. Das finde ich ja ganz geil. Muss auch ganz ehrlich sagen, Pro-Mod wird wahrscheinlich jetzt auch angepasst, weil da sind ja auch so ein paar Dinger drin, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr koscher sind. Ich finde es gut. Wenn keiner mehr die benutzen darf, finde ich es gut. Ich freue mich natürlich über die Vorteile, aber wenn keiner die benutzen darf, die illegalen, also was heißt illegal, Sichtweise des Feindes auf der Minimap, denke ich mal, ist nicht mehr so koscher jetzt. Reload-Timer nicht mehr so koscher. Naja. Cool. Wenn alles nicht mehr dürfen, ist es cool. Also, jetzt aber ab ins Game, beziehungsweise die zwei Games. Macht's gut, bis Freitag. Ciao, ciao. Ja, toll. Ja, super Scout-Map. Insbesondere bei dem Setup halte ich mich hier, glaube ich, eher zurück. Ich werde bei D3 an der Kante rechts in Busch gehen und gucken, was da am Fluss eventuell oder was hinten da komm ich bei mit hoch. Und dann B6 ich oder ersten so. Schuss machen, ja, ich werde auch da ein aimen. Ja, gut, weiß ich nicht, ob da so viel lang kommt. Also. Ja, ich werde da auf jeden Fall die Ecke begutachten. Ja. Bei der Art ist das Schöne, man braucht sie nur einmal kurz drehen und dann. Ja. Mag ich an der Art. Genialen Richtbereich sozusagen. Mhm. Und hat noch Krabums, wenn man dann trifft. Pfff, schade, ist die krass. Also Jens, du warst von der T92 nicht beeindruckt, ne? Ich kam mit der nicht zurecht. Also diese unpräzise Gun war für mich nix. Meisten sagen eigentlich, die 9er ist besser als die 10er. Ja, darum wird die 9er auch mitgenommen in den Gefechten, ne? Yay! Endlich! Habe ich gerade mal nebenbei noch einen. Badchat 25 AP, nice. Naja, das klappt aber eigentlich sonst nicht.
Ah, aber egal, wir wollen es nicht. Die habe ich leider verpasst. Wollen uns dann noch den Kühlschuss draufsetzen können. Jo. So, das würde ich mal fast sagen. Den Grand Finals muss man da auch einfach mal, wenn der wirklich feine Leader alleine ist. Der türmt schon. Ihr habt das Object oben an der Küche mit rein. Der Badget geht's auch schon gut, der Badget AP. Oh, hier könnte ein bisschen was sein, was auf mich schießt. Also ich glaube. Nee, die machen dich nicht auf die Entferner. So, ich heiz hier mal durch, genau. Okay, ich habe noch 5 drin, aber bestimmt steht da hinten so ein FVB. Aus dem Handgelenk, krass. Ne, FVB ist am Wasser. Aber wieder so ein Ding, ne? Grand Finals, ich mache ihm 300 irgendwas. Also, muss nicht immer durchgehen. So. Das Object habe ich nicht so viel gezogen, leider. Headshot. Taste mich mal von Stein zu Stein. Ich guck mal hier. Lange gerade lang. Machen wir mal Ballett hier. Die waren noch nicht offen, die FVBs, ne? Also. Ja. Ja, was ist die Badge jetzt noch da? VB war unten. Einer. Ah ja, stimmt, ja. Object 140 ist hinten auf dem Kloster. Ach, da ist noch eine. So, hier ist jetzt aber, glaube ich, bereinigt. Voll. Reload. Oh, WZ. Hat die da hinten? Da kommen wir ran. Nein, wenn ich rankomme, wenn ich reload. T62, ah, ist natürlich doof. Wie geil ist das? Was denn? Ich hab die Adi blind getroffen. Yes. Ich wusste genau, wo sie hinfährt. Wo ich da auch immer hinflüchte. Wie geil ist das denn? Ah, ich bin froh, dass dieses... 62A kommt hier irgendwo da. Ah, ihr braucht da oben Hilfe oder was? Hab noch 15. Geht eigentlich, sind eigentlich viele Mates da. Wo ist denn der Tint? Ah, der ist da abgehauen, alles klar. 62A komme ich ran, wenn ich reloaded bin. Warte, mach doch mal. Jetzt habe ich das zweite Mal auf den T62A verschossen. Siehst du, das ist das, was ich meine. Das Ding taugt nichts. Das taugt nichts für präzise Schüsse irgendwie. Hab verschossen. In einem Reload. Für den BZ hier. Ich bin Meister im kein Schaden machen. Ich kann mir jetzt leider auch nicht mehr so schrecklich viele fangen. Ah. Hab noch 22. Und da kann auch eine Badshit irgendwo hinten stehen. Aber ich glaube, der hat auch schon keinen Bock mehr. Ah, könnte sein. 10 Sekunden schießen nochmal auf 62 an. Da ist die Badshot. Gegenstand. Der trifft. Okay. Ungame. Jesus. Man nix ab hier. Nee. Naja, die brauche ich auch nicht zu snipen, also. Doch. Ich kriege auch nichts mehr ab hier. 1.10E5. Ja, der war der schon. War noch nicht da. 173! Da HE for the win! Ja. Auf die Distanz aber? 3 Millionen Lichtjahre gamed? Läuft. Nein, so weit wollte ich nicht fahren. Stopp. Snipen wir doch mal. Oder so. Ja, also. Cap for Efficiency. Naja. Ja, keine brillante Runde, aber es gibt ja mittlerweile nur noch Face Rolls. Face Rolls. Jawohl, zumindest haben wir die Kante hier ganz gut gepusht, insofern das ist ja schon mal, ist ja schon mal was wert. Na, 1,8 Schaden ist schon deutlich besser wie das andere. Nope. Like klicken. Nee. Klein. Naja gut, man könnte die Wortspiele jetzt weiter treiben. Blind klicken. Kind ficken. Ah. Okay. Wie war denn das Zuschauerfahren, Mensch? Irgendwie
Das war Wochenende. Das war. Es war wegen der Gesamtsituation nicht so geil, aber wir hatten irgendwie, weiß nicht, haben die Leute das kaum angenommen. Dann sind wir bei dem einen geblieben, den wir hatten. Und der war so vom Level eher so dein Niveau. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber, also wir hatten keinen Spaß, aber es hat Spaß gemacht, verstehst du? Ja, ja. Wir hatten nicht zu lachen, aber wir hatten Spaß. So ist es, glaube ich, eher. Eine gute Bezeichnung. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ey, ich habe mit dem T49 in der letzten Zeit wieder ständig irgendwelche 120 Euro-Hits hier. So ein Krempel. Der vorhin auch bei einem Leo 1. Aus irgendeinem Grund habe ich 117 Schaden gemacht. Geht nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir sagen. Kann. Aber ist doch doof. Ich bin gestern mit Ace gefahren und Daniel Oliver. Und dann ja, Daniel Oliver, der war da schon weg. Und dann habe ich aber vom Kinderwerfer 1700 Damage bekommen. Oh. In den seitlichen Turm. Bam! Das war richtig asozial von dem. Also, das war richtig frech. Boom! 271. Da kann ich mir auch mehr vorstellen. Was gibt's denn? Es gibt Tres Artos. Oh, was ist mit dir? Ja, T49, 911. Ah, oh, nein! Der 911. Nice! Nein! Ja, wenn er trifft, ne? Also, wenn du richtig triffst, dann ist quasi auch meine 20mm Panzerung. Ich weiß auch, wo der Hund steht. Ich könnte mich ja mal an ihm revanchieren. Wenn du möchtest, klar. Ich fahr mal hier so rechts hinter dir. Nee, da. Genau da wollte ich. Ja. Sorry. Mach du mal da so. Fahr ich mal hier so runter. So. Wenn denn das funktioniert. Du warst doch da gerade noch T49. Komm, zeig dich. Ich weiß, dass du es willst. Du willst dir die große Kugel abholen. Siehst du, genau das meine ich. Ja. Naja, gut, könnten noch 1000 werden. Ja, sagen wir mal, 618 ist auch schon. Habe ich ihm jetzt auch schon mal gezeigt, wo der. Ne, tschüss, T49. So, kurze Konzentration. Was ist hier noch alles? Centurion. Oh, der hat aber nicht mehr. Hat er noch Backup? Isu irgendwo noch mal. So schrecklich viel Backup hat er nicht mehr. Nee, eine Isu ist noch irgendwo noch nicht offen gewesen. Könnte vielleicht in der Base stehen von denen. Boom! 232, na ja, gut. Nicht so cool. Aber ich habe nur 138 gefressen. Insofern sehr cool. Ja, das ist natürlich immer die Frage mit dem Zentrum. Na gut, muss man sich jetzt auch nicht. Ja, ich bin noch ein bisschen Isu halt. Ja. Ich gehe mal zum Löwen mit dem E5. Da vielleicht kann ich den von oben Geschenke. Ja, da komm ich mit. Ganz unauffällig. Ich will auf jeden Fall noch mal dieses T49 mit Gold. Lass mal kurz überlegen. Die haben wir ganz schön viel. Artus Maximus. Diese Gold, diese Hash-Geschichte ist auch echt irgendwie immer reizvoll. Boom! Oh, Mobilized. Immobilized ist nicht so cool mit den Artis. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. CDC, schütze mich! Ich bin klein! Da ist die Isu. Ja, habe ich gerade gespottet gehabt. Habe ich schon mal. Saugt der CDC jetzt. Ah, ich helfe mal dem E5er. Dem E5, genau. Dem anderen bitte helfen. Boom. Where did they go? Das frage ich mich auch. Where did they go? Ich mache hier nur so einen Mickey-Maus-Schaden und die sind immer alle weg. Ich sehe eine Isu. Ich habe noch 10 Sekunden. Ich werde mal vorsichtig anschnäbeln. Und hoffen, dass ich hier nicht aufgehe hinter dem Gemüse. Wo komme ich denn am besten durch bei dem Viech? Ach komm, ist heute Tag der 200er Treffer oder was? Geht hier ab! Ja, das ist echt interessant, weil der ganze Panzer vom Gegner da einfach rumwippt. Aber das Lustige ist, ich gehe nicht auf bei der Schose. Ist auch nicht schlecht, die Büsche hier. So, da kommen wir nicht dran. Dann werden wir uns mal Richtung Artus Maximus bewegen. Oh, der könnte aber, wenn die... Ich lasse mir den 1390 erstmal fressen. Nein, das bin ich. Nein. Oh, da ist schon meiner verdampft. Nein, nee, das war wieder meine Artemission, Mann. Fuck. Achso. Nee, alles gut, alles gut. Da. Ey! So haben wir nicht gewettet. Hallo. Ich bin doch so ganz klein. Auf mich kann man doch nicht schießen. Hat der echt? Ey, ich wollte gerade rauszoomen und gucken, wo er wohl. Naja, aber es sei ihm gegönnt. Warum habe ich denn jetzt diese Mission nicht fertig gemacht? Ich habe doch beschossen,
beschädigt, Conquer. Beschossen, beschissen, beschossen. Beschossen, beschädigt. Ah, oh, Mann, ey. Och, das ging doch eigentlich direkt. Wir hatten Spaß, es kam ein bisschen was rum. Jo. Ja. Doch. 6 Schuss, 6 Treffer, 6 Durchschläge. Also, es war keine Durchschläge bei dir, aber.